Salam alaikum und hallo. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mir mal überlegt, ein spontanes Video zu machen. Genau. Also wir haben ja heute schon Mittwoch. Ja, und das Wetter, das ist ja richtig krass. Ich bin gerade am Essen machen. Und zwar gibt es heute marokkanische Wurst und Süßkartoffeln. Da denken sich viele bestimmt, was denn das für ein Essen? Ja, also ich habe noch nicht immer Hunger. Das ist zwar auch Fleisch, aber so Hack oder sowas möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Also habe ich mir überlegt, da wir gestern Süßkartoffeln gekauft haben und die sind eigentlich auch sehr gesund und dazu eben diese marokkanische Wurst, die wir ja schon vergangene Woche zu meinem Geburtstag, also jetzt zum ersten, da im Garten gegrillt haben. Und die werde ich heute, oder bin ich schon am Vorbereiten, in der Pfanne zu machen. Ja, das wird es heute zum Abendbrot geben. Und gestern, ich würde euch mal gleich zeigen, wartet mal ganz kurz. Ja, also, ich habe gestern, habe ich denn das jetzt hingelegt? Ja, wie gesagt, ich habe mir gestern das gekauft, das sind Reiswaffeln. Zeigt euch mal. Davon habe ich heute schon welche gegessen zum Frühstück und eben heute Nachmittag auch, weil ich habe nicht viel gegessen, das sind noch nicht viel Kalorien drin. Wartet. Und zwar haben die Kalorien, also sind 15 Portionen. Für Erwachsene sind 8400 Kalorien bis 2000 Kalorien. Das ist sehr, sehr wenig. Da ist Vollkornmais drin, das sind Zutaten und ja, ich werde die jetzt mal ausprobieren. Mir schmecken sie sehr lecker. Vielleicht kennt ihr die ja. Weiß man ja nicht. Vielleicht habt ihr die schon mal gegessen. Also, ich bin ja immer noch an Ernährung umstellen. Und solange ich nicht weiß, ob meine, Schilddrüse, ob ich eine Schilddrüse unter- oder Oberfunktion habe. Ja, und ich habe irgendwie... ich habe schon lange nicht mehr so viel zugenommen als jetzt, aber egal, ich werde jetzt erstmal gucken und ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich einfach damit nicht wohl. Und jetzt ich habe schon versucht, Sport zu machen wieder, aber komme schneller aus der Puste als sonst. Genau, und dann werde ich so ein bisschen die Ernährung wie immer noch umstellen und werde, ich esse ja auch eigentlich gar nicht so viel, ne, in dem Sinne. Aber irgendwie, na gut, ich bin auch nicht viel draußen, aber trotzdem, irgendwie, ich fühle mich einfach nicht wohl und ich habe da keine Lust mehr drauf. Seitdem ich beobachte meinen Körper, das sollte man machen und das mache ich die ganze Zeit so. Ich habe noch nie so schnell zugenommen wie jetzt in dieser Phase jetzt. Also wenn, dann habe ich viel, also ich habe auch Sport gemacht, bin ins Fitnesscenter gegangen, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr schaffen, erstmal nicht. Habe mir auch überlegt, also das Fitnesscenter abzumelden, werde hier ein bisschen was versuchen an Sport zu machen, so jetzt Cardio-Training, also jetzt hier zu Hause diese paar Übungen, vielleicht zeige ich euch mal ein paar. Erstmal abwarten und so, mal gucken. Und
so dass ich so ein bisschen wieder reinkomme und mich ein bisschen trainieren kann, um wieder abzunehmen, weil ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl. Ich versuche wirklich schon alles. Und ich habe das Gefühl, seitdem, also irgendwas, keine Ahnung. Ich habe noch nie, ich esse ja auch gar nicht so fette Sachen. Ich esse eigentlich gesund und trotzdem nehme ich zu. Und jetzt kann ja sagen vielleicht einige, ja, das kommt auch von nicht bewegen. Ich bewege mich schon, ich gehe raus und so. Naja, bei dem Wetter kann man nicht, kann man eigentlich auch, aber ich gehe jetzt zurzeit nicht raus. Es ist mir einfach zu kalt. Ich friere, wenn ich draußen bin, richtig. Und wir haben mindestens so 4, 5 Grad. Morgen, übermorgen, so die Tage soll es wieder schöner werden. Alhamdulillah, endlich, also 16 Grad, soll wieder wärmer werden. Und darauf warte ich jetzt auch schon, weil wenn das so kalt ist, also so ein bisschen frisch, heute hat es auch wieder ein bisschen geschneit. Wie war denn das Wetter so bei euch? Also hier hat es echt gestern Abend schon und dann heute auch wieder. Ja, und eigentlich ist ja bei uns immer ein bisschen wärmer. Und ich wollte eigentlich auch ja, wieder für den Balkon Blumen kaufen, weil ich mag Blumen und ich habe gedacht, mal wieder, also ich kaufe wieder Geranien. Die mag ich sehr, sehr gerne. Gerne, also die kaufe ich eigentlich immer, Geranien, was anderes. So gibt es bei mir nicht. Ich komme mit den, also ich mag diese anderen, ich mag dies, wenn das runter so ein bisschen runterhängt. So, also nicht die stehenden, sondern die hängenden. Und die mag ich richtig. Und zum Glück habe ich die jetzt noch nicht gekauft, weil ja, weil es ja auch gefroren hat und hat also über Nacht. Und die halten eigentlich keinen Frost aus und würden mir denn eingehen. Und deswegen habe ich sie mir eigentlich noch nicht gekauft. Aber jetzt mal gucken, wann ich sie mir denn hole. Ja, und im Garten waren wir jetzt zurzeit erstmal nicht, weil ja natürlich das nicht mehr so schön draußen ist, wie gesagt. Genau. Und jetzt ist ja bald, ach ja, ich muss ja noch auf das Ergebnis warten für meine Schilddrüse, das Blutergebnis. Da jetzt hier der Neurologe erst noch beim Arzt, beim Arzt, beim Arzt, ja, das ist auch gut. In Urlaub ist für 2 Wochen, oh Mann, ja, also im Urlaub ist für 2 Wochen und dann warte ich erstmal ab jetzt, bis ich das Ergebnis bekomme vom Neurologen wegen meiner Schilddrüse. Denn ja, wie ich schon gesagt habe, werde ich übernächste Woche. Ja, zum MRT. Mal schauen, was dabei rauskommt. Das habe ich ja schon gesagt. Heute hatte ich schon wieder Kopfschmerzen, aber egal. Ich habe eine Tablette genommen, die ganze Zeit ging es nicht weg. Aber jetzt geht es einigermaßen. Also ich bin eigentlich nicht so jemand, der immer Tabletten gerne schluckt und aber meistens hält man das gar nicht aus, aber ich habe so holala überstanden. Genau. Und ich bin eigentlich auch ganz, ja, was soll ich sagen? Ach, ich weiß jetzt gar nicht, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls, ich will auch mal hoffen, dass meine Reha genehmigt wird, damit ich endlich zur Reha kann und dass mein Leben eigentlich wieder, also bergauf geht, dass alles wieder bergauf geht und ich nachher vielleicht irgendwann wieder, wenn es mir besser geht, nach einer neuen Arbeit suche, weil nur zu Hause sitzen, das ist nicht meins, da ich ja auch kein Geld vom Amt kriege, sondern eben nur, also ja, zu Geld, was ich ja also beantragt habe, nicht vom Amt, sondern das ist so eine Opferrente und da kriege ich nur das Geld und dann eben meine Krankenkasse muss ich alles auch selber bezahlen, da ich bei meiner Krankenkasse bleiben möchte und die Krankenkasse eben nicht
ändern möchte. Also nicht zu einer anderen Krankenkasse. Wer macht das nämlich gerne? Das macht keiner. Wenn man schon Jahre bei der einen Krankenkasse ist und ich bin bei der Techniker und die Techniker ist sehr, sehr gut. Und also es soll auch keine Werbung sein. Sowieso kein Geld dafür, weil es ist viel zu wenig Abonnenten zurzeit noch. Und jedenfalls, ja, will ich dabei bleiben und ich bin auch ganz froh, dass ich dabei bleibe, weil die sind eigentlich sehr gut. Die Techniker ist mit der besten Krankenkassen, die ich überhaupt kenne. Die AOK mag ich gar nicht. Genau, und ja, und jetzt, wie gesagt, bin ich jetzt beim Abendbrot machen. Und ich freue mich, ich freue mich. Warum komme ich immer ich da drauf? Ich freue mich. Ach so, was ich noch klarstellen wollte. In ein Video hat jemand gedacht oder denkt oder ja in ein Video denkt jemand, dass ich im Rollstuhl sitze. Nein, ich sitze nicht im Rollstuhl. Wie? Ich weiß auch nicht. Ich brauche doch nicht. Man kann da die Videos runter scrollen. Da gibt es mehr Videos, wo ich auch laufen tue. Und echt, ich muss mich jetzt hier eigentlich, ich will mich eigentlich nicht rechtfertigen, weil es ja nicht so ist. Und einige, man sieht das doch auch. Oder was findet ihr? Findet ihr, dass ich aussehe, als ob ich irgendwo im Rollstuhl sitze oder meine Beine nicht bewegen kann? Ist eigentlich nicht so. Deswegen verstehe ich es nicht, dass man glaubt, dass ich im Rollstuhl sitze. Und das war in diesem Video, wo ich über die Querdenker ein Video gemacht habe. Genau, und ich sitze nicht im Rollstuhl. Ne, wie gesagt, brauche ich mich dafür nicht rechtfertigen. Mein Gott, ehrlich, keine Ahnung. Aber jedenfalls habe ich ja auch nicht, ich wollte es nur klarstellen, was ich auch bei denjenigen unter dem Kommentar geschrieben habe, dass ich nicht im Rollstuhl sitze und er mir nicht geglaubt hat. Aber egal. Ne, egal, ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich kann laufen. Naja, okay. Ich werde euch noch zeigen. Nee, muss ich euch eigentlich nicht zeigen. Weil jeder kennt Süßkartoffeln und wahrscheinlich und ihr habt die. Also ich kann euch aber zeigen, wie das dann aussieht, was ich esse. Mein Mann ist noch einkaufen. Ich habe diesmal keine Lust, mit einkaufen zu gehen, weil ich möchte eigentlich nicht jeden Tag einkaufen gehen. Ich bin da nicht jemand, der jeden Tag einkaufen geht. Eigentlich habe ich immer früher, wie handhabt ihr das? Also ich bin immer früher einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen, glaube ich. Ich habe immer richtig für lange gewisse Zeit eingekauft und dann bin ich nicht mehr einkaufen gewesen. Und ich bin auch jemand, der endlich immer, wenn denn so gegen Mittag oder Vormittag oder gegen Nachmittag ungefähr so einkaufen geht oder einkaufen gegangen ist früher, ne, wo ich noch in meiner alten Wohnung, also in Berlin gelebt habe. Und ja, wie handhabt ihr das? Geht ihr jeden Tag einkaufen oder geht ihr einmal nur in der Woche einkaufen und aber eine große Menge einkaufen? Wie macht ihr das? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Okay, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ja, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und das ist doch nicht normal. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich bald ein neues Video hochlade. Ich überlege, ob ich jeden zweiten, dritten Tag oder so mal gucken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und danke für die neuen Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben. Und danke auch für meine älteren Abonnenten, die schon sehr lange dabei sind und mir gerne beim Video gerne meine Videos anschauen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye, bye.
Ups. Ich habe jetzt so einen Knopf.